Herzlich willkommen zu einer Folge hier auf der Kühlenkarte. Eben machen wir weiter mit Heu aufsammeln. Da hat er mit dem Kurzblick hoch so nicht geklappt. Und wir werden das nächste Mal anders programmieren. Aber erstmal um unseren Düngerfahrzeug kümmern. Und aber sammeln wir hier mal die ganzen neue Aufgaben hier, ne? Damit wir hier das nicht so liegen lassen können, ne? Das kostet ja, hat ja viel Zeit gekostet, ne? Und ein paar Nerven, also nicht so viele, aber ein paar. Heu ist teuer, Anführungszeichen, ne? Also ist nicht das, was wir jetzt so einfach gemacht bekommen, ne? Also muss ja auch entsprechend alles arbeitsaufwandtechnisch enorm geleistet werden. Geht dann aus, der ist er. Wird mal aufgesammelt für den Rest. Macht die Menge auf. Macht nichts, den können wir stehen lassen. Wir kümmern uns um den Düngerfahrzeug. Entlassen. Und dann werden wir gleich mal wieder nach vorne fahren. Weil ich hoffe ja mal, dass wir noch einmal düngen können. Ne? Optimal wäre noch eine freie Düngung, aber wie gesagt, kann sein, dass es vom Wachstum so schnell geht, dass wir da nicht mehr düngen können. Ne? Gut, dann haben wir halt mal ein bisschen weniger Tag. Aber wie gesagt, ist dann nicht ganz so dramatisch, werden wir überleben, ne? Entschuldigung. Aber wir werden die Fahrzeuge hier mal hinstellen. Programmiert. Ist der rechte oder linke? Mal gucken. Müsste eigentlich links sein. Ja. Ist aber mehr so fair gesund, ne? Und sieht gut aus. Entschuldigung. So. Haben wir es auch erledigt, ne? Gut überlegen. Läuft der aber noch? Geht laufen. Ja, läuft noch. So. In die andere Richtung. Ich kann Feld anfangen. Ja, ab nächste Woche eine Naht. Heute ist Donnerstag. Für euch. Hauptsache ich irre mich nicht. Das ist mir leider schon öfter passiert. Und schon wieder hier. Bereit für den nächsten. Alles kann, aber ich muss warten, bis es immer wächst. So, jetzt werden wir weiterhin noch Silage und Heu reinfahren. Beziehungsweise wir können noch mal einmal die Kühe. Und wenn morgen auch wieder Regen ist, das wird ja lustig. Dann können wir noch im Wald gehen, Holz machen. Also mir würde schon mal der Punkt interessieren, mit dem Kurs aufladen und abladen, ne? Probieren wir so mal. Probieren. Den Kurs haben wir an die Richtige gefahren, nur der Abladepunkt war an sich verkehrt. Die machen wir ohne Abladepunkt, das gibt halt besser. So. Ach, wisst ihr was, wir werden mal die Kälber jetzt hier entsprechend umstellen, ne? Mit dem Look voll gesehen, also. Wir fahren mal unter Dach und Fach in der Heuschaukel und dann holen wir den LKW
Viehtransporter, den Futter besparen, wenn wir da wegfahren, fahren wir den Stall rein. Den stellen wir hier mal so hin. Gucken wir uns die Werte an hier. Diesel ist auch noch 8000. Können wir auch noch machen, also Diesel reinfahren. Also das können wir alles noch machen. Und den fahren wir mal in den Stall. Die haben noch Futter ohne Ende. Aber das ist gut so. So, dann geht's gleich rüber. Dann gehen wir nicht weg. Ja, wenn ich das wüsste, und dann dennoch, der Dach eben, das kommt da drauf. Ne? Gut. Ob wir sowas hinkriegen würden. Ich glaube eher nicht. Wäre auch nebensächlich, ne? Also ich weiß, wie es aussieht, also man wird nicht sehen. Da heißt es schnell sein, ausweichen im Falle Falles, also. Kennst du nur mit wie. Ja, kann man gleich ein bisschen fahren, ne? Wie die Kugel in den Schwanz hebt und dann plötzlich geht los, ne? Beides, ne? Also es kann sowohl es aufkommen, ne? Also der Stiefel war voll, sag ich gleich. Denkt man nicht, dass große Tiere haben auch großen, ne? Also großen, ja, Auswurf, kann man sagen, ne? Das können wir noch ein bisschen bearbeiten hier, das ist noch ein bisschen ungünstig. Eine schräge Straße ist auch ungünstig, dann haben wir ein bisschen was tun. Können wir ein bisschen Mist in die BGA fahren und dann können wir da sehen, dass wir noch ein bisschen Geld heute Nacht kriegen. Ne? Dann können wir auch noch wirtschaften. Irgendwann können wir den Geld nachher noch Kühe kaufen. Beziehungsweise. Doch einmal Kühe kaufen, dass wir da ungefähr ja, 250 insgesamt haben, ne? Also reine Kühe, die Milch geben, ne? 250, ja, wenn ihr einen Schlag in den Keller geht, ne, dann ist es auch voll. Na gut, so viel mit einem Schlag werden nicht kommen. Also unterschiedlich, selbst wenn ich die alle am einen Tag kaufen würde, im gleichen Alter, würden die verschieden in meinen Keller kriegen, ne? Das ist ja so, Einladung noch. Einen haben wir noch. Dann haben wir noch nach Kelber zu fahren. Das machen wir gleich. In der Zeit wurde das voll. Voll läuft, ne? Wie der Förderband, ne? Und der schöne Moos verdient, ne? Also 3000 in der Nacht. Hat mich gefreut, ne? Dann gibt's nochmal für Milch. Gab's doch ungefähr insgesamt fast 100.000, ne? Ist so. Kann er jetzt in aller Ruhe. Hat schon eine Folge genommen. Also, muss man sagen, ne? Schnappen wir uns die Kälber, die Weibchen und die Männchen. Bringen wir die Weibchen in einen Stall und die anderen in einen Stall. Den Ton. Ich höre nur den Ton von dem Regen, ne?
bisschen besseren Ton. So. Auch nicht schlecht, ne? So, jetzt die kleinen Tiere, 52er. Und mal gucken, hier Geld und Kilogramm, ne? So kosten sie 1.500 und ja, die kosten schon 485, das ist schon Wahnsinn Preise. Also als Schlachttier ist es nicht geeignet, das zeigt immer so wie es ist. Da ist nichts dran, ne? An so einem Kalb. Und hier muss ich auch passen, dass die Tiere nicht so alt werden. Schon 3 Jahre alt teilweise. Also. Ich glaube mehr. Achso, da sind ja alles. 41 Kilogramm? Dann noch mehr gekommen, wa? Ab hier. Wo sind die? Kette 5. Und noch 1. Das Gefühl, wie wir gestorben sind. Das Gefühl habe ich jetzt gehabt. Und die Räusche kann man sparen vor. Na, hoffen wir nicht. Sehr schade. Wollen wir so weiter gucken. Dass wir jetzt auch andere Leute beschäftigen können. Ne? Wenn wir gleich die Meldung hier rausnehmen, dann fahren wir geradeaus zu. Und dann fahren wir hier, so männlich verschieben. Gut, das sind die weiblichen. Alle raus, alle raus. Halt es. Dann haben wir Post, der passt. 8 Post und 7. Futter sieht gut aus. Auch gut aus. Und damit. Auch gut aus. Alles Mastbullen, ne? Mehr Mastbullen sind es keine. Also sind Bullen, ja, aber keine Fleischwaffen. Also keine Rückfallerwaffen, ne? Aber gut, wenn es halt so ist, ne? Wenn
hier gestorben sind, kriegen die Meldungen nicht gehört. Und so gut. Dann ist ärgerlich, aber normalerweise bei 5 geht es immer so auf. Na gut. Der ist er. Da wieder hin. Wir haben ein bisschen Straße mal blamieren, ne? Muss ja auch mal sein. Bauen wir kurz rein Menü, was da so ist, an Milch, schon wieder, geschätzte Futtermenge im Jahr, 1,5 Millionen Liter, also nur an, ja, das haben wir an Heu schon gemacht, ne? Mal dazu sagen, den rumpst hier Gewitter. 0,6, 0,6. Also die Kälber kommen jetzt an laufende Band, ne? Also 0,6 ist ziemlich häufig da und 0,7. Das heißt 0,1, 0,2, 3, 0,3 gesehen, ne? 4, 3, 3, 0,0, das kann bald passieren. 0,3, also es. Also heute Nacht erwarten wir wieder einiges an Nachwuchs. Nicht fruchtbar das sind. wo kommen denn die alle her? Nee. Ich sehe gerade, wir haben noch mehr Kälber. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage mal Tschüss und wie gewinkelt. Ciao, ciao. Wir laden deinen normalen Schwung auf. Tschüss.